Sonst würde ich diesen Text lesen, aber bei Mascha ist eigentlich gar nicht. Hat das gerade wieder jemand im Chat geschrieben? Nee, nee, ich sag das gerade von mir Ach selbst. so. Was meinst du dann für einen Text? Ja, hier, was du mir von den Waffenneuen erklärt. Ach so, nee, das drücke ich alles aber auch immer weg. Und irgendwie fühlte ich mich überfordert und hab dann einfach nur so getan. Hauptsache Ja, eine es halt auch Waffe. so ganz viel dummes Geschwafel ist. Deswegen brauchst du dann ja eigentlich bloß die Stats angucken und dann weißt du, was los ist. Vor allem macht er das auch immer so ausführlich, anstatt zu sagen, ja, das und das ist drin. Viel Spaß, so dass noch eine halbe Stunde erklärt, was es ist, was du damit machen kannst und bla bla bla. Ja. Nein! Oh. Also was gehört leider so ein bisschen zu meiner Nemesis? Ich weiß auch nicht. Das ist heute ein bisschen extrem. Der ist heute krass, ne? Haben wir uns gerade schon im Kreis gedreht. Aber ich glaube, das kann was werden. Warum hat... Oh, ich verstehe es nicht. Jetzt hat es mal nicht geklappt. Ja, Felzer, viel Spaß beim Motorradfahren. Wenn das Wetter Viel super ist, sollte man das Spaß. ausnutzen, ja. Und noch ein gekillt, sehr schön. Und wie wir gewonnen haben. Super. Echt? 64,1 zu, ich habe es nicht mehr lesen können. Ich glaube, Paar 20 oder Paar 30. Ach so. Ach, da wird angezeigt, wo die Gegner alle sind, ne? Okay. Es Alles kann schon, klar. also, ich würde es jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber es ist schon echt praktisch. Gerade wenn sie sich dann wieder irgendwo in Farbe verstecken. Ja, ich kann da nichts dafür, wenn es da so dran ist, ne? Nee, die ist die. Aber die Waffe an sich ist gar nicht so schlecht. Welche hast du denn gerade? Jetzt habe ich gerade wieder gewechselt, aber die. Die NZ85 fand ich jetzt von der Okay. Bedienung gar nicht so Ah, schlecht. die neue. Die neue, ja, die soll auch sehr gut Ach, sein. ist die neu? Ich, ja, die kam jetzt zusammen mit der neuen Map Anfang der Woche. Oh, Finde aber die auch, ist die kommt teuer, so. ja. Echt? Ich dachte, die war hier, die ging so vom Preis. Ach, 3500. Ja, ich weiß ja nicht, was für dich teuer ist. Oh. Naja, es gibt Waffen, die kosten dann so um die 25.000. Von daher ist Oh. das mit ein paar 3.000 noch Ja, das stimmt. günstig Bullschuli. im Verhältnis. Diese Air hier, die nennt sich, glaube ich, Airbrush MG oder so ähnlich. Die nutzen auch sehr viele und die ist auch sehr gut. Okay. Das ist dann auch die, wo ich sage, okay, ich würde es mal mit einer normalen Waffe probieren. Aber ich glaube, da stelle ich mich dann auch einfach viel zu dumm für an. Hier ist schon wieder alles rosa. Wir sind sechs Leute. Also wir haben echt fast das komplette Ding zu, ne? Hast du es schon nachgejoint oder bist du das da gesagt? Ich bin am Nachjoinen gerade, ja. Okay. Und mit mir sind wir ja sechs Typen. Aber ich bin wahrscheinlich noch nicht im Match drin. Ich weiß nicht, ob ich schon angefangen habe. Ja, das geht auch nur knapp 2 Minuten. Ja, so zwei, drei, ne? Irgendwas. Da bin ich auch so froh, dass er dafür die Länge nur 3 Minuten genommen hat, weil das ist wirklich so eine perfekte Zeit dafür, finde ich. Ist tatsächlich so, ne? Allein in der Zeit, tut sich ja schon einiges. Das ist so, eben wie hier, wie schon viele gesagt haben, wenn du einfach mal Bock auf was Kurzes hast. Oh Gott, das war jetzt gerade wieder sehr dumm Auf von Forst. mir. Wenn du mal Bock auf Forst hast, wolltest du sagen. Ne? Natürlich. Wenn du einfach nur mal so für kurze Zeit was spielen willst, dann ist das halt schon
sehr gut, wenn du überlegst, dass so eine Call of Duty oder Battlefield-Runde dann einfach mal seine 10 Minuten lang dauert. Na, diese 3 Minuten echt schon viel, viel besser geeignet. Ja. Aber ich fände es natürlich auch nicht schlecht und ich hoffe, dass das Nintendo auch so machen wird, wenn man dann eigene Lobbys eröffnet, dass man auch dann die Zeit mit einstellen kann. Ach so. Ja. Genau so, dass man zum Beispiel sagt, so, ja, ich möchte jetzt bitte die Runde 5 Minuten lang haben und nicht nur 3 Minuten oder mach jetzt eine Hardcore-Runde mit. Dankeschön, wer auch immer das gerade war. Vasco natürlich, wer sollte es sonst sein? Du warst schon halt zitiert von Carmackfly. Ich hab Bock auf was Kurzes. Dann wende dich an nee. Der Vasco sagt, ich habe so das Gefühl, ich mache mich gar nicht so beliebt gerade. Vasco, da kann ich nur zustimmen. Vasco, diesmal hast du recht. Quatsch. Wenn jemand besser ist, na, dann ist das halt so. Genau, Vasco, wir mögen dich. Zwinker, zwinker, lächel. Wie hab ich gerade schon wieder gekillt? Und ich zu spät angreifen wollte. Vasco, der Gamer, oder wie wir ihn auch nennen, der Lindor-Killer. Ich mache jetzt mal eine Hardcore-Runde. Es ist schön, dass die alles hier in Anführungsstriche schreiben, wenn du einfach mal Bock auf was Kurzes hast. Vielen Dank, Tim. Ich hoffe, wir kriegen nachher ein Best-of der Sprüche von Liederlinda. Okay, dann wird das heute auch das erste und letzte Mal gewesen sein. Du müsstest eigentlich mal hier den Tweet von mir retweeten, wo wir schreiben und dann als Zitat, wenn du mal Bock auf was Kurzes hast. Ich habe ja gerade, mein Handy liegt gerade ganz weit weg, damit es keine Störgeräusche machen, auch wenn es jetzt auch gerade macht. Und jetzt auf meinem MacBook kann ich gerade nicht gucken, weil das Tastengeklimper würdet ihr jetzt alle hören und das will ich euch jetzt auch nicht antun. Ich habe gerade auch getippt. Ja, aber du hast ja im Gegensatz zu mir vernünftiges Headset. Eventuell. Ja, wow, ich wurde euch nicht zugeordnet, kann das sein? Oder habt ihr nicht nochmal neu angefangen? Bei mir sind Kana, Jon Snow und Marco dran. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst, also wir spielen gerade wieder. Oh Mann, ich bin nicht reingekommen. Dann musst du nochmal 3 Minuten warten. Oh. Oder auch hier diese geilen Graffitis an der Wand von Nibos Beiträgen der User. Das finde ich so eine fantastische Idee. Also das finde ich schön. Finde ich echt einfach nur schön. Und hier ist gerade. Oh, wer war denn das jetzt schon wieder? Alex. Okay, du bist auch gerade ziemlich heftig mit dem Pad dran, ne? Bin ich sehr nah dran. Wieder ein bisschen weiter weg. Also nee, ich dachte, du warst gerade einfach nur in einer brenzligen Situation und hast alles versucht, da wieder rauszukommen. Ja, ich wurde... Da war einer... Oh, nee, ich sag's lieber nicht. Uiuiui, MacBook. Oh, hätte ich das nicht sagen sollen. Ja, ich hab mir mal was gegönnt. Weil mein alter Windows-Laptop, der ist so lahm und alt geworden. Mit dem kann ich nicht mehr wirklich großartig was machen. Ja, okay, ja, yeah, muss man ja irgendwann mal. Man muss sich auch mal was gönnen. Das definitiv. Und ich wollte mir halt schon seit langem mal ein MacBook holen. Weil wir halt in unserer Ausbildung hatten wir fast ausschließlich mit Mac-Produkten zu tun. Und deswegen wurde ich dann das Thema da auch ein bisschen rangeführt und hab gemerkt, so, okay. Das Zeug ist ganz cool und rüstet dir irgendwann vielleicht auch mal eins und dann hat es halt mal geklappt. Aber halt so ein richtig geiler Zocker-PC, der müsste halt auch, wenn ich irgendwann mal steinreich bin, dann muss das auf jeden Fall auch mal gemacht werden. Weil so PC-Spiele zocken ist bei mir einfach nicht drin und das ist sehr, sehr traurig. Ich glaube, das ist ein sehr knappes Ding. Und ich habe Vasco mal erledigt. Ja, kill den Vasco. Oh, wie schön ich das gerade finde. Und aber Alex hat mich jetzt erledigt. Das war wieder eine sehr große Freude. Oh.
Nein, wir machen alles blau, geh weg. Nein! Olli, du Arsch. Hoho, ey. Sobald ich nicht mehr mitspiele, beleidigst du alle meine Viewer hier, das geht so nicht. Olli, das hat sie so gemeint. Ja, so. Hab ich auch. Übige Zeit, es wird auf einen freien Platz gewartet. Ergebnisanzeige. Jetzt lass mich doch mal da rein. Nein, wir haben verloren. Oh, Mann. Was? Es sah doch so gut aus. 6,5% haben gefehlt. Ja, okay, das ist ja okay. Massig auseinander. Ganz zum Auslegen. Naja, das geht also. ne? Ja, und Olli lacht. Ja, Olli, das finde ich nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Pinguin Cat ist zurück. Pinguin Cat ist wieder da. Ah, das war gerade schön. Das war gerade schön. Ein Kampf gegen die Grauhaarabdeckung. Ist schon soweit bei dir? Echt ein bisschen früher. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber so alt schätze ich sie jetzt ja nicht ein. Wir sind mal ein paar rausgeflogen, oder? Ne, die ist nicht alt. Na eben. Verschmeint die vor der Katze. Oder was weiß ich. Das darf man Katzen nicht antun. Wir sind gerade ein paar rausgegangen, kann das sein? Also von uns sind eigentlich alle drin. Ernsthaft? Na du und Olli seid bei mir. Und eigentlich Vasco und Jon Snow und der andere. Bei Marco, das hab ich jetzt nicht gesehen, wie der ist. Hallo, Lindo. Ja, schon, na, schon wieder gegangen. Toll. Ja, ich bring dir nichts, wenn ich hinterherlaufe. Ja, ich hätte es anders gesagt, aber okay. Also zumindest nicht im Spiel. Nee, ich werde auf was ganz anderes hinausgehen, aber okay. Nachdem jetzt hier schon so viel aufgeschnappt wurde. Ja? Das ist. Du kommst darauf auch nicht mehr an, oder was? Schlechter nicht dargestellt, als es vielleicht eh schon der Fall ist. Wieso bin ich gestorben? Kann mir das mal einer erklären? Hatte ich dich gerade gekillt? Du bist auf meinem Team, wie willst du mich dann killen? Ach so! Hauptsache, ich bin gestorben. Ja, das war ich, das war ich! Hätte ja sein können. Nein. Eigentlich nein. Doch. War ja heute schon ein paar Mal dabei. Nein. Da wird zwar nicht mitgezählt, aber nein. Ja. Natürlich. Ich komm da noch ein bisschen. Ich komm da nicht hoch. Was ist das für eine behinderte Kacke? Das ist ein scheiß Balken. Ja, das sagt man nicht, ne? Was? So was Böses. Ja, ist es aber. Was? Ah, noch eine Minute. Ja, komm auf die hoch. Hast du gut aufgestellt. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich jemanden gekillt habe. Das ist egal, aber die, ja. Ja, die weichen ja trotzdem aus. Wenn du hier wirklich gerade noch sehr ungünstige Stelle stehst, kannst du den Ding eigentlich sehr gut ausweichen. Das stimmt. Das ist bloß der, also der Tornado ist manchmal echt fies. Hier ist überall viel zu viel grün, Leute. Viel zu viel grün. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Oh, das gibt's doch nicht. Ist er wieder da? Ja, wir haben uns beide wieder gegenseitig umgenietet. Wie du überlegt hast. Ja, ich meine, man darf hier nichts Falsches sagen. Das habe ich ja schon mitbekommen. Und man, sehr gut. Sehr gut. Hast. Ja, das ist Teamwork. Ja, ich bin meilenweit über Olli, was die Punkte angeht. Ach, naja, wenn es bloß am Ansatz ist. Ich muss sagen, also das soll jetzt keine Ermutigung sein, das zu machen, aber
Ich finde grau, also graue Haare werden immer von vornherein schlecht geredet, obwohl es vielen Menschen saugut steht. Finde ich auch. Sieht manchmal echt gut aus. Auf jeden Fall. Ich grille jetzt, deshalb bin ich jetzt weg. Oh, jetzt habe ich Hunger, Marco. Aber Mann, sehr schön, dass du da warst. Ess für uns mit. Ja, Olli, du hast mehr Kills, das ist egal. Die Kills, die machen nichts. Ja, die machen schon ein bisschen was. Jetzt nicht in der Statistik, aber. Aber wo? Ja, also für dein. Ja, Ego oder was? Ja, ja, Ego. Wie lange wir noch streamen? Ja, bis wir fertig sind. Also, ich denke, wir werden gleich. Ich auf dem Boden liege und weine, weil was da gibt's halt nur noch Abschied. Also, spätestens wenn ich esse, dann werden wir aufhören und dann will ich auch noch Walking Dead wahrscheinlich zu heute zu Ende bringen. Mal gucken. Und ach, das hast du gestern gar nicht mehr gemacht. Nee, das war gestern. Passt so nicht. Also, habe ich eigentlich irgendwas Tolles passiert? Ich war viel mit Podcast dran. Ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, aber die haben schön mit Truck fahren und so einen Quatsch wieder. Ja. Das war auf jeden Fall lustig, was ich gesehen habe. Es hat mich so geärgert, dass ich das gestern nicht gucken konnte. Eben weil ich mich so gefreut habe, ja, mit Felix und Landwirtschaftssimulator. Und das Spiel finde ich eigentlich total dumm, aber. Ich will ohne Felix aber zuzuschauen, das ist einfach so witzig. Ja, Spiel selber ich auch nicht spielen, das stimmt. Ja, allgemein die Simulatoren, wenn sie wenigstens gut gemacht wären. Aber der. Oh, zum Beispiel das mit der Ziege. Wie die Leute das abgefeiert haben. Ich hab da. Ja, Goat Simulator oder was? Boah, ja. Ich finde den so behindert. Ich hab da echt an den Menschen gezweifelt. Dann hab ich irgendwann an mir gezweifelt, weil das alles so geil finde und ich so dumm. Da hab ich mir ja schon mal auf an mir hin. Nee, ich find's immer noch dumm. Ich hab mir das eine halbe Stunde mal angeguckt und ich komm dann einfach nicht mehr, weil ich das so dumm fand. Ach, nee. Danke. Endlich mal einer. Ja, eben. Also das hier, das scheint ja genauso zu gehen, weil ich fühle mich dann irgendwie immer so, als wäre ich die Einzige, die das doof findet, weil immer alle anderen sagen so, ja, das ist doch voll toll, das hast du denn, das macht voll Spaß. Ey, ich bin zu dumm, einen Vasco anzuvisieren und einfach zu töten, ey. Der. Und der kommt ja jedes Mal mit seinem behinderten Tintenfisch. Der ist echt schon so. Ey, der Vasco ist total overpowered. Er kann es halt einfach. So ist es eigentlich so, dass er halt nicht so gut ist. Ja, ist schon klar. Weiß ich doch. Dann haben wir hier noch. Geh weg! Du bist übrigens gestorben. Ne? Ich weiß nicht. Was warst du? Ich dachte, du bist bei mir. Ja, ich hab den Vasco direkt mitgenommen, weil ich hatte mit ihm noch eine Rechnung offen. Verdammt, da hätte ich jetzt ja auch hier auf Vascos Seite sein müssen. Es tut mir leid. Ja, habe ich mich gerade auch gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Wieso verliere ich nur? Ach, dann war es. Pinguin Cat, steh mir mal ein bisschen bei hier. Ich rufe jetzt explizit deinen Namen. Ey, der Olli. Das tut diesem scheiß Balken auch weh. Metasmith. Du hast Metasmith falsch geschrieben. Das geht gar nicht. Ja, wenn einer tot ist, kann er nicht färben. Kann passieren. Na, sag es bitte. Ja, genau. Sag's doch endlich. Ja, Knalli. Ich wollte es dir schon immer gesagt haben. Ich kann dich super gut leiden. Weil ich es gerade sehe, ich weiß bis heute nicht, was das mit die. Das hast du doch auch bei dir auf dem Bildschirm, wo bei dir steht Flotte nee. Sprotter. Was? Nein, habe ich es mir noch nie aufgefallen. Hier auf dem Pad oder was? Nee, hier dann auf. Hier, wenn du gerade in der Lobby bist, da ist das links unter deiner Punkteanzeige. Und. Ach so. Das, also die Zahl steigt, je mehr Kämpfe du gewinnst, und sinkt wieder, wenn du Kämpfe verlierst.
Ich habe aber bis heute noch nicht rausgefunden, was das bewirkt. Und das hätte ich halt zu gerne mal gewusst, was das bewirkt. Okay, das heißt, ich habe das jemand. Ja, weiter. Ja. Wenn es irgendjemand aus dem Chat weiß, bitte mal schreien, weil ich frage mich schon die ganze Frage. Die ganze Zeit. Fragst du dir die ganze Zeit? Ich frage mich schon die ganze Frage. Das heißt, ich könnte dann da gucken, wie tief ich im Minusbereich bin. Im Minusbereich gibt's da gar nicht. Es gibt halt plus 0,0 Punkte. Und es sind halt auch noch immer so eine kleine Flaggen mit angehört. Stehen dann mit dabei. Und du kriegst halt, je mehr Flaggen, je mehr Siege du halt bekommst. Ich hab's halt mit den Worten, das ist echt nicht so unschön. Und es gibt da so ein Wortfindungsproblem. Mann! Ja, ohne Mist! Frau Lindor! Ich bin los. Bist du schon immer nicht in deinem Team? Also, nee, bist du gar nicht. Ah, ich check da mal rein. Tschüssi! Nein. Dann halt doch nicht. Basco, hast du gut gemacht. Ey, Jon Snow! Jon Snow! Ey, Insta-Bombe! Jon Snow hat sich gut gemacht. Ja, er ist aber auch gestorben, so! Ja, das war der Quid, würde ich sagen. Ach, na, Quid, er hat mich okay. Tausende Mal öfter getötet, als ich ihn, als ich denke, das. Ja, darum kommt der Weiß. Oh, wer ist das denn hier oben? Was? Ich bin hier ganz allein. Warum frag ich noch? Das ist natürlich Basco gewesen. Ja. Basco, ich mag dich. Wahnsinn. Auf wenn du in meinem Team schlau. Bist. Geh weg. Du stirb. Nein. Stirb, du Elender. Oder was sagst du da? Ja, gegen Julien. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ach, ich bin gestorben, Mann. Und oh, schon wieder. Wieder bei uns. Leute. Hallo. Tschüss. Wieder einfach mal einen Kills, ohne mich zu sehen. Ich hab. Hat der Xader nicht eben gesagt, ich soll wieder eine normale Waffe holen, weil ich damit besser bin? Würde das immer noch behaupten? Oh, du Elende. Wieso bist du eigentlich überall? Ja, das kann ich genauso fragen. Kannst du nicht. Vor allem auch plötzlich wieder da. Und hier ist. War's schon vorbei? Oh, ich meine. Oh, ich hab's. Nee. Ey, wir haben euch voll weggeblutet. Haus hoch verloren. Okay, Hochhaus. Wir haben Hochhaus gewonnen. Ach, Meta, geh nicht immer auf den armen Olli. Über flotte dafür Sprotte. Mögen wir dich doch, okay. Für meine Wortfindungsstörung mögt die mich. Das ist aber sehr, sehr nett. Hier, der Team hat erklärt, was es ist. Ah, ein Rang. Ah, man kommt da. Ah, alles klar, man kommt da doch mal. Weil das hatte ich mir nämlich auch schon überlegt, dass man da vielleicht auch wieder mehr Punkte bekommt. Aber das konnte ich halt nie wirklich rausfiltern. Vielen, vielen Dank für die Info, Tim. Wie Tintenfischrank für Meta? Was will er damit sagen? Wahrscheinlich noch schlechter als kleiner Fisch. Boah. Ich habe das Spiel nur für euch gekauft. Boah. Jetzt gegen Basco und Jon Snow. Das ist unmöglich. Aber wir haben ja den Olli, diesen netten Gesellen Olli, der wird alles ausreißen. Ich mag diesen Olli. Der ist immer so hilfsbereit und nett. So. Ja, der Olli, der ist echt cool. Da kann ich dir nur zustimmen. Olli ist einer meiner nice genannten Namen in meinen Streams. Na, das ist schon. Boah, was war das denn, Basco? Oh! Junge. Der hat das Spiel dann so einen Tintenfisch gemacht, ne? Ja. Das geht gar nicht. Der war auch wieder, der war plötzlich da. Aus dem Nichts war er plötzlich da. So völlig grundlos. Und plötzlich war er wieder da. Komm her. Ja, ich hab den Vasco und er mich.
Wo ist der Jon Snow? Ich habe immer Angst, wenn ich den nicht sehe, dass der an einer ganz fiesen Stelle rumlungert. Ja, der sneakt dann bestimmt irgendwo rum und wartet nur darauf, bis irgendein Idiot vorbeikommt. Ja, und dann tot. Das habe ich online auch schon ein paar Mal erlebt, dass wirklich einer immer an derselben Stelle gelungert hat. Ekelhaft, ne? Und dann. Oh, das ist so eine Fähigkeit. Nach! Doch. Das. Basco! Ach nee, das war er gar nicht. Entschuldigung, Basco. Oh, ist das dein Ernst? Diese, oh, diese, der Tintenfisch ist so. Der ist richtig überpowered, oder? Also, der ist krass. Der ist krass stark zumindest. Du, dem in kannst du doch auch nichts anhaben. Ja, bestimmt. Also, wenn. Oh, Leute. Also, du kannst ihn zwar, um aufzuweisen, manchmal funktioniert, wenn du schnell genug bist. Aber wenn er dich halt trifft, dann ist es auch instant kill. Ich bin halt mit ihm nie wirklich klargekommen. Oder vielleicht war noch einer mit Gegner in meiner Nähe. Das kann auch gewesen sein. Oder ich war einfach so unfähig. Also ich werde ziemlich oft von dem gekillt, von dem Fisch. So, was wo? Ja. Das war die Mache. Ey, ich bin wieder ein Tintifi. Da ist Vasco. Komm her, Vasco. Trau dich. Stell dich dem Kampf. Okay, danke, Olli. Olli hat den Vasco dermaßen zerschmettert. Der wird jetzt noch tagelang sein. Ihr müsst mal mit zu mir kommen. Jetzt alles voller lila Farbe. Was, steht was? Sie überhaupt? Oh Gott. Ja, hier hinten ist noch voll viel lila. Oh, da kommen zwei. Vorsicht, Olli. Vorsicht. Stirb nicht. Nein! Olli ist von uns gegangen. Olli! Verdammt! Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Danke. Olli, wir brauchen dich. Yeah! Oh, das ist. Oh, sehr cool. Ah, klar, wir haben sowas von gewonnen. Würde ich jetzt denken. Ja! Also, sowas super. Von sieht anders aus, aber. Super! Naja. Es geht auch tja, pff, Vasco, Jon Snow, pff, was wer ist das? Wenn Jon Snow sagt, dann wäre gerade voll schlecht gewesen. Ja, ja, ja. Aber hat doch auch einige gekillt. Ich meine, ja, es zählt nicht, aber irgendwie doch. Was kann ich da bei dir jetzt? Naja, 4 zu 7. Ach, Tittenfisch, hat der Tim geschrieben. Jetzt sehe ich es erst. Ein Tittenfischrang. Oh, ist das dein... Ach, oh Gott, bin ich blöd. Ich hab Tintenfisch rangelegt. Ja, der, weil es jetzt gerade nochmal wiederholt hat, habe ich erst gecheckt. Ey, ich bin mal Ribeye-Steaks braten. Was seid ihr? Was geht's mit euch? Ihr gegrillt Ribeye-Steak. Ich hab Hunger. Oh, ich hab mir vorhin bloß noch schon ein kleines Eis reingepackt, damit ich ja dann mit Knorren im Magen rein, da sitze. Ein Eis? Ja, das ist das Einzige, was ich heute gegessen habe. Ich hab ey, der Johnny ist bei uns im Team. Was du auch, okay. Was du jetzt bin ich nicht zu dir. Was du auch? Ey, das ist eigentlich ein perfektes. Ah, nee, Quatsch, du bist ja gar nicht bei mir. Was du ist bei mir. Alter, was geht eigentlich immer schief bei dir? Dann ist Jon Snow auch nicht bei dir im Team. Nö. Ich mach euch alle platt. Ha! Ich bin zwar auch gestorben, aber ich hab Audio. Okay, da geht's wohl gerade mit einem durch. Der Ton ist wie bei Mario Kart. Also es ist wie bei Mario Kart. Das ist Krieg. Das ist kein Krieg, das ist Team. Na. Ich meine, ist einfach nur Team Deathmatch. Einfach so. Du gehst voll im Element auf, ja. Ne? Nein! Was mache ich denn? Oh Gott, wie doch! Ich hab auch Haha! Oh, ich bin gestorben. Ey, wie kann das sein, dass alle 2 Sekunden ein scheiß Tintenfisch? Da kann sich doch nicht jeder Penner in einen Tintenfisch verwandeln. Brienne, das war. Boah! Geht grad ordentlich auf. Alter, wir haben eine übelst viel jetzt was. Schlimm ist das. Da wir mit Basco, ne? Also, wenn wir in der Tiefe, klappt das schon ganz gut. Wenn was? Wenn Basco nicht in einem Team sind, scheint, funktioniert das schon. So wie es zu funktionieren hat.
Er weiß auf jeden Fall, was er tut. Ah! Noch 1 minute. Wo lande ich denn? Nein! Oh, tja, passt. Wir bist nicht gestorben. Nein, aber hier bitte schön. Wieso bist du denn nicht gestorben? Da war ich noch rechtzeitig aufgeregt. Warum? Da weißt du, wo ich noch gesehen habe. Aber das ist so, mir geht das gerade so ein bisschen auf den Keks, dass irgendwie ja die ganzen Leute als Tintenfisch hier rumlungen. Als dieser Fette da. Der macht innerhalb einer Sekunde, macht er alles. Aber wenn du bei dir am Spielen kannst, bist du es ja auch gut finden. Und tschüss, Olli. Wenn was? Was? Was würdest du gut finden? Na, wenn die Tintenfische bei dir alle noch gut sind. Ja, natürlich, das ist doch immer so. Das ist nur ein. Nein! Dich habe ich noch mitgenommen. Dich habe ich noch mitgenommen. Mir ist scheißegal, wir haben trotzdem gewonnen. Auch das war. Da konnte ich jetzt echt nicht ausweichen. Aber. Ah, Sonderzeichen-Typ, schreibt Knalli. Hähnchenschnitzel, oh mein Gott. Ich beneide dich, Tim. Oh, was die alles für tolle Sachen essen. Und oh, ich krieg nachher nur einen Hot Chili Burger mit in dich. Ja, hallo, ich esse dann bloß eine Scheibe Brot. Danke. Mm, das ist ja lecker. Okay, es werden 2 Scheiben sein. Wenn schon, dann richtig, ne? Ich hätte eigentlich voll Bock auf was Warmes, aber ich glaube, das ist einfach zu spät dafür. Hallo? Wir haben doch schon 17:39. Naja, eben. Deswegen, ja. Und ich kann halt nicht mehr sitzen. Oh. Leg dich doch. Ja, mache ich ja gerade. Na, wann kommt der Letzte rein? Wer ist denn der Lahmmann schon wieder? Keiner von uns. Achso, einer, der neu zugewiesen wurde anscheinend. Mhm. Nur Bubis vom Mixada. Warum verliert immer mein Team? Keine Ahnung. Keine Brüste? Was sind wir denn hier? Echt mal, also ich hab 2. Ach, du bist wenigstens auch mal eine, die hinten ein bisschen reinkleckst. Ja, mach ich immer. Das ist gut. Ja. Also das war ein Kompliment, Mann. Ja, ich weiß. Dann war ich auch so froh, dass du das letzte Mal auf dem Preis saß und Musician gespielt hast und schon. Weil er das auch mal endlich gesagt hat, dass es die Leute nicht, also das ganz viele nicht verstehen, dass man auch hinten erstmal ein bisschen was mitmachen muss und mir einfach alle blutbrechen dürfen. Jetzt, Olli! Ja, wenn du direkt nach vorne gehst, dann stirbst du ja eh nur. Und es gibt ja Flächen, die werden einfach nicht zurückgenommen. Ja, aber ich bin gerade so am Anfang. Könnte man schnell das setzen, die alle rumrennen, ist schon klar. Aber dass vielleicht so 2 vorgehen und 2 hinten schnell ein bisschen was machen, das klingt halt auch wieder ein bisschen doof, aber okay. Nö, bis jetzt nicht, aber jetzt das. Der Zug ist gerade abgefahren. Oh, ey, Jon Snow. Bazooka. Wer hat diese verdammte Bazooka? Ja, aber wenn du die hättest, fändest du doch auch gut, ne? Alter, was war das denn? Ich finde das auch ziemlich stark, das, was der Jon Snow hat. Diese Wasserbomben, dass er davon 10.000 schmeißen kann. Ja, dieser Bombenhagel, der ist ja cool. Der ist auch krass. Sehr, sehr cool. Wenn du da mitten drin bist, dann hast du eigentlich auch schnell verkackt. Also, ja. Das ist ein Traum. Schwierig. Was seid ihr denn alles? Sehe ich gar nicht mehr. Alter! Ich hab John Snow gerade eigentlich nicht, das ist schön. Irgendeiner. Oh nein! Es sind 2. Oh. Vaskos, auch hab ich. Vaskos bei uns? Das erklärt, warum ich noch nicht gesehen habe. Ja, ist bei uns immer da. Das erklärt, warum ich noch nicht geflucht habe. Oder ein Japaner. Ich find's ja witzig, dass so viele das Mädchen nehmen. Ich hab den Jungen genommen. Ich bin doch ein Junge. Ja, aber es gefällt mir. Dass man da jetzt nicht immer unbedingt das Geschlecht nehmen muss, was man hat. Ich meine, wir leben so oder so, schon klar.
Aber ich hab das jetzt schon so oft gesehen. Geil, ich sehe noch einfach. Ich hab so oft gelesen, dass ganz viele sagen, dass sie das Mädchen einfach viel, viel hübscher finden, dass der Junge irgendwie doof aussieht und deswegen auch ganz, ganz viele Jungs das Mädchen nehmen. Finde ich cool. Das stimmt. Ich habe es so genau gar nicht angeguckt, einfach Junge gewählt und ready. Ich meine, letztendlich ist es ja sowieso egal, Hauptsache mal. Du hast Spaß dabei. Ja, das stimmt. Und das soll ich gerade sehen. Jon Snow. Wie schelmisch ich lache. Ja, das kann ich sehr gut, Xada. Yes! Jon Snow hat schon wieder verloren. Wup, 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 wup. So. Yeah, ich bin der Schlechteste. Irgendjemand muss das sein, Peter. Macht ja nichts draus. Ich bin auch ein Junge. Glaubst du doch selber nicht. Eigentlich schon. Relativ sicher. Bist du müde? Oh, irgendwie. Kleines bisschen, hat irgendwie wieder eine komische Nacht hinter mir. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich war ja schon, da es mir gestern nicht so gut geht, um 9 im Bett gewesen. Und bin dann aber irgendwie 12:30 wach geworden, als ich das Ganze wieder meine Niesanfälle hatte und dann war mir, warum auch immer, total warm und dann war ich bestimmt wieder eine Stunde lang wach und konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich bis um 8 Uhr gepennt. Das wow. Ging dann aber wieder. Okay. Aber nein! Nein! Ich guck mal, wie das Nein! Warum nutzt du das immer schade aus? Das wird bestimmt der Musician am Freitag streamen, oder? Ich denke schon. Wenn er morgens ja kein Feiertag mehr. Also er hat ja gesagt, dass er einen Vorstream macht. Aber er hat nicht gesagt, was. Ach so. Na, wenn er was in der Community machen will, vielleicht wird das betonen, kann ich mir vorstellen. Sonst hat er ja immer Mario Kart gespielt. Ja. Ja. Ist aber eigentlich egal, wann mit dem Mädels immer. Also ich finde ihn so cool, den Leben. Er ist so cool drauf. Er hat das schon gemerkt. Cool, dass was sagt? Hä? Dass der was sagt? Also ja, ich weiß, dass du ihn sehr gerne magst. Ja, ich finde ihn halt cool, so als Typ her, weil er mich halt sehr auch an die anderen Freunde an die hier von mir im Jahr immer. Ha, Olli! Ja, das war richtig. Ja. Er hat sowieso so seine Art, wie er redet. Wie er manchmal wirklich ehrlich auf Kommentare eingeht, das finde ich so geil. Was heißt ehrlich? Also, na, er nimmt halt irgendeine selbe Plattform und das finde ich super. Er sagt ganz viel, ganz oft Dinge einfach so, wie sie sind. Und wenn irgendjemand was Dummes sagt, dann sagt er halt, oder okay, das war ziemlich bescheuert. Und das mag ich halt. Dass da halt viele Dinge nicht. Oh, was sagt ihr? Warum seid ihr alle hier? Verdammt, was macht ihr? Echt, ne? Leute! Blatt vom Mund nehme ich auch nicht, aber ich bin immer gemein. Ey, ich komme nicht mehr aus meinem Gebiet hier raus. Ja. Wir müssen vorne joinen. Boah, Olli, du mieser Sack, hast du gerade echt gewartet und wolltest mich abknallen. Hast du gesagt, Olli ist ein mieser, dreckiger Sack? Ich hab mies gesagt, das hast du gerade nicht so gefühlt. Olli ist super. Ich mag Olli. Und er stand da. Und zu meinem Glück hat er nicht geschossen. Nein! Ich mag Olli am liebsten, wenn er explodiert. Und jetzt hat er mich hinterrücks von hinten erschossen. Ich glaube, die Runde ist gelaufen. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Ja. Tschüss, Tim. Ciao, Tim. Lass dir schmecken. Mit deiner Hühnerbrust, ne? Hühnerhähnchenschnitzel.
Sehr gut. Hähnchenschnitzel ist super. Am besten noch mit Zitrone oder sowas. Oh, wie wir verloren haben. Alter Schwede. Okay, ja. Wenn die drei in der Gruppe sind, dann kann das wirklich schlecht ausgehen. Ich hab gewonnen, yay! Wenn es von vorne ist, muss man es von hinten machen. Olli, hast du das gerade im Ernst geschrieben? Nee. Also bei mir steht nichts. Aber die haben die hauen ja alle Sprüche raus, ne? Ja. Weiß gar nicht, woran das liegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So ganz unwahr ist es ja nicht. Ja. Das war klar so. Wow. Ja, ey, schon wieder die Map? Ich finde die Map nicht toll. Ja, klar. Okay, jetzt sind wir okay. Es muss aber immer Meta sein. Wie meint er das? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt auch nicht. Ich muss also schlecht spielen, damit wir gewinnen. Was gelernt, ne? Na, wenn das Gebäude hier ist das denn? Ach, das ist dann würde ich sagen, richtig. Oh, jetzt habe ich die Ausrede. Ach ne, jetzt musst du ja gut spielen. Dann richtig gut Meter. Basko, habe ich schon mal gesagt, dass ich dich und deinen fucking Tintenfisch hasse? Ich glaube noch nicht. Der ist echt cool. Schritte noch ein Gatsch. Nein! Olli! Olli! Also. Was machst du mit der Lederlinde? Die Arme. Ganz böse Dinge. Echt? Ich hatte dich wieder gekillt. Ja. Warum? Wieder ganz zurück von hinten. Er ist echt hinterlistig. Jetzt kriegst du endlich auf die Hand. Das war auch gar nicht schade. Ich wollte schon. Naja. Wer ist das hier? Du warst das. Tschüss. Jo, wer ist das denn hier? Ich hab gar keine Ahnung. Jumping Skill! Tja, das möchte ich nicht sagen. Ey, ich hab den Jon Snow gekillt. Jon ist tot. Ich hab sowieso nicht mehr. Was? Nee, weil es klar da meinte, ob ich irgendwas sagen will. Und dann meinte ich bloß nein. Ich will, ich kann's eh nicht mehr retten. Von daher. Ist okay so. Komm schon! Komm schon! Ich komm nicht weg! Ja, misch dich nicht in den Kampf ein! Boah, Rayanne hat sich eingemischt. Hast du Glück gehabt? Da hast du echt Glück gehabt. Ich wollte dich kaufen mit meiner Heulbrille. Du hast gar keine Zeit gehabt, die aufzustellen, wenn du mich nicht gestorben hätte. Ich hatte die schon aufgestellt, also. Der war ganz ruhig. Na? Weißt du? Na? Oh, Schande. So schnell geht das nämlich dann, wenn ich keiner beschütze. Ey, Vasco. Du Lamer. Ist da schon wieder irgendjemand da? Mann, wieso sterbe ich denn immer? Das kann gar nicht sein. Ich bin voll gut. Olli will hier schon wieder Stress haben. Tötet er dich so oft in letzter Zeit? Jetzt hab ich keine Tinte mehr! Oh Gott, ich hab's doch geschafft! Ja, du musst, du kannst sie aufladen, die Tinte. Ich weiß es selber. Wieso kommst du da um die Ecke? Voll unbegründet. Na, weil ich doch war. Der geht doch um die andere. Olli sagt Lieblingsopfer. Wir haben trotzdem gewonnen. Dank. Edge Badge. Und weißt du, wer nicht im Gewinnerteam ist? Du, Vasco und der Jon Snow. Jon Snow ist... ich bin gerade wieder total durcheinander. Olli, da haben wir alles gerockt, oder? Wir sind die Besten hier. Xada, hast jetzt echt so ein ekelhaftes Bild gepostet? Tja, schlecht spielen klappt dann wohl doch nicht, Pöbel, wa? Olli ist schüchtern. Ja. Mhm. Ich bezweifle.
Olli fragt nochmal, ob er nicht mehr in die Innenstadt fahren darf. Beantworte ihm die Frage bitte. Warum das? Ja, wegen dir. Hä? Ah. Weil er Angst hat, dass ich dann mit meinem Roller um dich weggekommen und nicht klappt, weißt du? Dass du ihn das tötest. Das kann natürlich sein, Olli. Das kann gut möglich sein. Also ich würde das Risiko an deiner Stelle nicht eingehen. Genau, aus diesem Grund bleib zu Hause und spiel mit mir Splatoon. Du darfst nie wieder das Haus ver... Oh, du darfst wirklich nie wieder das Haus verlassen! Alter! Schon wieder? Mann, ja! It's Ollie time! Der Olli und der Vasco sind dein Bosch. Jetzt war hier wieder so, ah oh Leute, was ist das? Wir hatten jetzt auf einmal diesen gottverdammten Tornado. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich will den haben. Ich! Ja. Ich. Oh, jetzt kann man dir gar nicht mehr böse sein. Ich wusste gar nicht, dass du auf diese Seite kannst. Diese ekelige Seite? Was? Ich werde sterben. Ja, danke Lindor, danke für diesen Move. Ja, wir alle, keine Angst. Da kann man ja nicht mal in Ruhe triumphieren, dass man hier wieder zwei Eimer gekriegt hat. Da kommt Olli wieder um die Ecke und versaut dir deine Freude. Mit dich krieg ich jetzt. Mit Ach, dich meinst du mich? Nicht. Dann habe ich Angst. Nee, das war gerade irgendein Japaner. Okay, ich bin nämlich direkt in Deckung geschwommen. Ich möchte bitte, dass du alle anderen mit Namen ansprichst. Dazu habe ich gerade nicht die Zeit. Ich kann mich gerade konzentrieren. Ich mache schon wieder mit Blödsinn. Mann! Ey, du bist eine Flexerin. Aha. Okay. Das kann nicht lustig sein. Obwohl ich nicht die Waffe habe. Tschüss, Basti, zum zweiten Mal. Jetzt! Ah! Du bist halt eine Rollerin. Gerade eben, ja. Nein! Ich hätte gehofft, dass gerade schon wieder meine Heulfolie war. Ich war drin, aber ich bin nicht gestorben irgendwie. Weiß doch nicht wieso. Und schon wieder war es so vor. Jetzt bin ich an Eiern. Jetzt geht es los. Dich krieg ich auch! Oh, das war so gar nicht. So, das müsste das eigentlich gewesen sein. Was? Was? Oh mein Gott. Ich kann von allen Seiten, okay. Gut zu wissen. Du Arsch. Oh Mann. Ja, das ist heute auch das letzte Mal, wo ich dieses Spiel spiele. Das erste und letzte Mal. Tschüss. Ja, aber ist geil, oder? Ist ein geiles Spiel. Ja, ihr seid jetzt alle so gut geworden, ich bin das nur noch Letzter. Ich muss hoffen, dass der Rest meines Teams gut spielt. Naja, wenn wir mit dir in einem Team sind, müsste es ja eigentlich dann funktionieren. Ja. Eigentlich schon, weil jetzt sind es ja gerade eben... Siehst du, die anderen hatten schon gar keine Lust mehr mit uns zu spielen, weil wir so gut sind. Die sind jetzt alle rausgegangen. Jetzt sind es bloß noch wir. Pöbel sagt als nächstes Mario Kart. Er will sich wahrscheinlich rächen an uns allen. Ich glaube auch, weil da... Macht doch keiner was vor, also, ja. Nee, also... Ich hab's ja auch schon, diesen Vorsprung, den ja immer rausholt. Ich weiß nicht, wo er das hernimmt. So nach der ersten Runde ist er gefühlt die halbe Strecke schon vorne. Und da ist dann keine Chance mehr, da irgendwie mehr hinten dich irgendwie ranzuzecken. Ja, also wenn ich fahre, für mich existiert er gar nicht, weil der ist eh in einer Reichweite, die ich nicht kriegen kann. Für mich ist zweiter Platz dann der momentane erste.
Er müsste sich abregen. Xada ist AFK, yeah, jetzt können wir endlich wieder versaute Sachen sagen, ohne dass die aufgegriffen werden. Ja, aber dann schreibt wieder irgendjemand in den Chat und Xada liest das dann. Nee, die Zitatmenschen sind ja raus. Der Tim ist ja weg und Knalli ist beschäftigt. Ja, aber, nee, aber ohne Mist, also bei Olli kann ich mir das selber vorstellen, dass er in der nächsten Spielpause dann ganz schnell was in die Tasten reinhaut. Ja, und dafür vielleicht auch die ersten 5 Sekunden des neuen Spiels riskiert. Und auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Meinst du? Irgendwie schon. Ja, der Olli hat dich ja auf dem Kicker, ne? Nicht mich. Ja, also Olli, das Ding ist halt noch nie gegessen. Das. Auch mit Sympathie Donuts ist es schwer. Ja? Ja. Sehr gut, Olli. Muss mir mal zeigen, wie das geht. Ja, das ist ja bei mir nicht. Zu wenig Tinte. Da kommst du schon wieder. Ne? Und versteckt die sich da hinten. Ja, ich werde sterben. Ja, ich hab dich aber auch mal getroffen. Nee, ich bin nicht gestorben. Ja, ich hab dich gerade nicht. Ich lebe okay, noch. Das bist du nicht, das war doch nicht. Du hattest doch gerade auf mich gezielt. Ja, hatte ich. Einmal weg. Ja, weil da noch ein anderer war, der sich mit mir angelegt hat und gestorben ist. Das war sehr traurig. Nee, für mich nicht. Ey, in unser Gebiet ist alles pink und die Leute rennen einfach vorbei. Warum? Weil sie wissen, da liegt da nicht wirklich was zu retten wird. Ah! Ich muss mehr die Augen aufmachen. Das hilft meistens beim Spielen, also das hat. Ja. Hat auf jeden Fall einen guten Vorteil. Ich weiß. Ich weiß. Vasco! Ach, die Lindos direkt hinten dran. Okay, das Spiel können wir fast vergessen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, das warst du gar nicht. Das war das Zombie. Nee, ach, ich lass mich doch nicht von dir töten. Das kannst du voll vergessen. Ach, der Vesco. Wow. Der Vasco, Vesco, Vasco oder was auch immer. Was für große Töne. Ich hab wieder ja, ich glaube nicht, dass du mich heute nochmal töten wirst. So, vorbei mit Splatoon. Das wird mal sehen. Komm her. Domdom Stalo 89, vielen Dank fürs Folgen. Sehr nett von dir. Hier, frisst das. Wo ist denn Master Lindor? Da! Ja, Vasco, hast du das gesehen? Hast du das gespürt? Ist doch zum Kotzen. Was ist Mario Kart? Oh, hi, Dumdum. Ich hab total vergessen. Hast du das Spiel auch? Ah, hallo. Ha, gewonnen. Haha, ha, gewonnen, wie lustig. Ja, gerade eben schon. Ich bin nur noch Letzter. Das geht gar nicht. Ach, ich finde schon, dass es geht. Ob ich schon lange streame? Seit wann bist du zu Hause? Nein, ob du noch lange streamst. Ja, seit wann bist du schon zu Hause, Linda? Seit 2. Ach, streamst du noch lange? Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt hab ich... Oh, das sag ich noch. Nee, das ist das andere. Ja. Fridge Crime ist dabei, okay. Auch eine Runde. Echt? Wo ist der denn? Mhm. Oh, da Fridge Stern M. Dort, wo du hingehörst. Boah, Olli. Ja, und sorry. Weil du deinen Skill am Roller verschenkt hast. Ja, vielleicht. Hat immer wieder mal der Map. So. Skill, 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 Skill auf. Mach die Map dreckig. ja, bitte. Ach, nichts.
ist alles okay. Dann ist ja gut, ne? Meine. Da, bist du eigentlich in meinem Team oder im Gegnerteam? Ich wollte gerade fragen, also ich bin schon mal nicht in meinem Team. Du bist in meinem Team. Was bist du in meinem Team? Und welche Farbe hast du denn? Sag einfach, welche Farbe du hast. Ja, pink. Ich dann bist du in meinem Team. Ja, hab ich dir gerade zweimal gesagt. Also, nee, das ist das so, Johnny. Oh, Olli, ich bin so. Das sind ja Olli, Dumps und Fridge Crime. Oh je. Yeah. Aber Fridge Crime ist doch kein Gegner. Und hinter mir ist oh nee. Yeah. Diese Bazooka. Die ist heftig, ne? Das Grüne da. Alter, wer war das? Wer kann so weit... Fridge Crime? Ernsthaft? Ich habe dich unterschätzt. Nein! Wo kam das denn her? Was kam da? Oh nein! Es kommt auch immer auf die Map an, welche Waffe besser ist, finde ich. Also auf der Map von eben finde ich die Rolle am besten. Na, da hat der Nintendo gesagt, dass auf der Map unser Ballers oder. Oh, warte, warte, ich muss kurz Olli. Olli, geh! Ja, komm, endlich! Ach, ich spalle auf dich, aber du bist ja die ganze Zeit in meinem Team. Ich bin so dumm. Ich glaube so ähnlich. Nee, es kann nur sein, dass das Aioli und Timon waren, dass die gemeint haben, dass jetzt auf der neuen Map, auf der wir jetzt immer die ganze Zeit gespielt haben, auch die Sniper sehr von Vorteil sein. Auf der anderen eben? Mhm. Ja? Ja, okay, weil du lange. Ich spring doch! Warum springst du nicht? Die Matsch war einfach nicht vor. Ey, der Fridge Crime, der ist voll der Camper. Der steht die ganze Zeit an einer Stelle. Leute, der ist oben links in der Mitte, den. Ja. Hat mich auch fast den Bein. Ja. Da ist er, da kommt er wieder raus aus seinem Loch. Oh, ich hab ihn richtig gezielt mit der Kopf. Jetzt habe ich ihn getötet. Das geht so nicht, Fridge Crime. Nicht mit uns. Danke. Oh. Da ist er wieder. Jetzt will er sich rächen. Nix da. Er ist schon wieder gestorben. Obwohl wir haben gewonnen. Okay. Natürlich haben wir gewonnen. Okay. Ihr seid im Team. Enya ist da. Hallo Enya. Gewonnen! Enya. Oder meint er intim? Der meint intim, also der wollte wieder einen lustigen Spruch bringen. Ja, ich habe wieder meine 2 Sekunden dafür gebraucht, um das zu bemerken. Der Pöbel ist ganz ruhig geworden. Das stimmt. Da hat Xada auf jeden Fall recht. Dass hier drunter und drüber geht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ey, da steht Flotte Sprotte, sehe ich gerade. Ja, das meinte ich. Ich bin gerade Hammerhai mit plus 0,70. Da steht doch gar nichts. Da steht plus 0,70. Oh, plus 7,0, meine Güte. Plus 3 steht bei mir und dann 3 Flaggen unten. Mhm. Was soll das heißen? Ja, das ist halt keine Ahnung, der Bonus wahrscheinlich nur gerade. Also dein Bonus-Indikator. Ich kriege jetzt halt scheinbar irgendwie, ich weiß nicht, ob es das 7-fache ist oder plus 7 Bonuspunkte. Aber irgendwie, oder sowas in der Richtung sein. Aber wie kommt es, dass bei dir Hammerhai steht? Was? Enya hat Splatoon wieder weggelegt. Das geht aber nicht, Enya. So, seid mal alle leise. Das kannst du nicht machen. Genau, alle leise sein. Die Lindor wird sich jetzt die Enya vorknüpfen und ihr mal die Leviten vorlesen. Also los. Ja, hab ich ja gerade eben schon. Man muss es ja nicht übertreiben. Enya hat an sich ja eine totale Liebe. Aber das geht nicht, Enya. Das ist. Nein. Nein, 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 nein. Fridge Crime ist mein Team. Dann haben wir einen Sniper. Was mir gerade noch einfällt, morgen wollen doch Enya und Neko Mario Kart spielen, oder? Ist doch morgen. Ich wurde da reingedrückt, ja, irgendwie sowas. Wann auch immer und was auch immer, ich weiß es nicht. Die wollten 50 CCM spielen. Was? Ja, nee, das würde ich auch nicht machen. Das geht gar nicht.
Nee, es ist ja nicht das Problem, ist, also, dass man das macht, aber man hat sich jetzt halt, also ich hätte nie gedacht, dass man nach 200 CCM, was dann der Rest so langsam macht. Boah, also, es ist krass, ne? Ich bin gerade wirklich aber ich finde immer schon, wenn man halt wirklich 200 spielt und danach 150, das kommt so vor, als würdest du gerade 50 machen. Das ist. Ja, ja, geh, nein, Sonic, dann geh. Ja, auf jeden Fall ist er unbedingt. Yes! Olli ist tot! Olli, hallo, Hype, Olli ist tot. Ich bin tot. Jetzt kann man schlecht gehalten. Nein! Warum ist schon wieder alles? Ich springe zu euch, Freunde! Der Retter kommt! So. Ach, Jon Snow ist bei uns, ist wahr. Oh, ihr Armen. Nein, mich hast du nicht gekriegt. Geh weg, Fritz! Geh weg, Meta! Wie Meta? Ich bin schon lange tot. Ich kann gar nicht bei dir sein. Du warst das gar nicht. Ja. Aber das schön, war, dass du in jeder Person mich siehst. Manchmal seht ihr euch. Wo bist du hin? Nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hab dich doch gesehen. Du brauchst dich gar nicht so feige zu verstecken. So geht das nicht. Das heißt feige. Das war einfach taktisch. Ist von mir aufgegangen, aber egal. Ja, tolle aber Taktik. Ja, ich hab einen mitgenommen. Das ist so. Ganz so erfolgreich war es man ja doch nicht. Leute, Fridge Crime, alle in meinem Team jetzt hier. Mach mal was. Stirb doch! Wir schießen da oben auf mich. So, was gut, ich hab dich auch erledigt. Boah, diese gelbe Farbe hier, das ist. Boah, wer kommt denn da jetzt schon wieder? Vasco! Olli! Mann, ey! Jon Snow, Jon, ist das euer Ernst? Haben wir 2% Farbe oder was? Oh, Scheißspiel. Oh Gott, hoffentlich sagst du es nicht falsch. Enya, nee, Enya, Enya war's. Enya war doch richtig, oder? Und Enya war falsch. Lecker, jedenfalls, Meta hat schon viel, viel mehr dabei. Da reicht einmal nicht aus. Hallo! Ja, ist doch so. Etwa gerade eben schon wieder. 0,5. Also. Der Pöbel schreibt, hat 0,5. Sieht man, wie oft er siegt. Danke, Orni. Ich hab dich auch lieb. Vielen Dank. Met hat nie eine Ahnung. Oh. Das macht keinen Spaß, wenn ich die Diddle hinter nicht killen kann. Ich merk schon. Boah, 2, das ist echt schon wieder nach um 6 ist, ey. Krass. Nach um 6. Ja. Schade, ja. Ey, Dom, du meinst doch bestimmt, dass es schade ist, dass wir auf übelste Art versagt haben. Also, das kann ich ja nicht behaupten. Aber recht hast du leider. Wir machen uns doch alle ganz gut. Ich meine, dass jeder mal verliert, ist ja klar. Dafür war der Meta jetzt dran gewesen, sagte Olli. Olli, du bist aber auch nicht selten durch mich gestorben. Muss hier schon bei den Tatsachen bleiben. Also doch, Enya. Fridge geht in die Offensive. Wir haben jetzt den Roller Fridge, das heißt, ihr seid fertig. Ah. Na, aber da, hallo, Olli, Vasco und Jon Snow. Also. Oh, ich hab Farbenbug. Oh, ne, hab ich nicht mehr. Was? Ach, lass mal das. Das ist manchmal super nervig. Wenn es jetzt wirklich einmal nicht angezeigt werden würde, wäre es ja nicht so schlimm. Aber ja, Jon Snow! Du bist gestorben, Jon Snow. Was? Wer war denn da hinter mir? Vasco, ja, wer auch sonst, ne? Der Vasco, der schleicht sich immer von hinten ran. Echt Wahnsinn.
Ist das ein Hals? Nee, ich hab grad den Sonic dann. Hast du deine Wut unterdrückt? Nee, weil ich mich so gefreut habe, dass ich ihn erledigt habe. Und nicht er wieder mich. Wer ist denn da gerade in den Selbstmord? Hey, ihr kommt mit drei Leuten darunter, seid ihr bescheuert? Tja, wer kann. Ja, ihr. Das war doch aber bei dir auch nicht so gut. Ich bin so dumm. Auf den Tittentank habe ich verstanden. Tittentank. Ist die noch voll? Meinetwegen auch Tittentank. Das kann natürlich auch sein, aber eigentlich wird doch nicht. Ach, ist das so? Ja. Also, eigentlich müsste ich den ja haben, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Und das habe ich ja Gott sei Dank. Okay, das Thema geht also noch weiter. Der, ja. Wie oft will der Waskomisch eigentlich noch töten? Merkt er nicht irgendwann, dass das total gemein ist? So, jetzt geht's nochmal. Ey, Fridge Crime, du hast groß angekündigt, dass du jetzt eine Rolle hast und die Offensive gehst, aber ich sehe nichts. Komm schon, ich will ja was sehen. Ich weiß, dass du mehr drauf hast. Ich habe von der Entfernung gesehen, wie er wunderschön abgeschossen. Das hat mich sehr gefreut. Jawohl, Sonic-Fan hat den Olli dermaßen deklassiert. Warum ist eigentlich in unserem Gebiet mehr pink als grün? Ihr seid ziemlich aggressiv. Ach, ich fühle mich gerade erledigt. Ja, komm! Ach, das war's schon wieder. Ihr seht euch alle so ähnlich. Unsere Rollen in uns selber drin hängen. Super. Das ist knapp. Aber gewonnen. Jetzt nimm die Rolle. Mädchen, sei ruhig. Nimm die Rolle. Nimm sie. Sie ist halt auch wirklich besser. Kommt auf die Map an, würde ich sagen. Ich komme, also, wie gesagt, ich kann halt ja bloß das auf mich beziehen. Ich komme damit echt eigentlich so gut wie überall klar. Natürlich im gegnerischen Team nur Sniper und halt welche mit anderen Nicht-Trollern haben, sagen wir mal so. Da ist es manchmal echt schon schwer dagegen anzukommen, aber dadurch bleibt es wenigstens auch spannend, finde ich. Ah, zwei Siege, du hast einen Streak. Ey, peikst du mich der schon wieder, der Knalli? Ich hab dir überhaupt nichts getan. Das finde ich eigentlich ganz richtig so. Was war das denn? So. Kommt. So. Du bist wahrscheinlich nicht in meinem Team, wie fast immer, ne? Doch. Du bist blau? Tja, was so, das hätte ich gerne noch gehabt. Ah! So. Hab ich mich aber erschrocken hier. Das machst du 10-mal mit mir auf. Hey. Weißt du, wie das irritiert, wenn du auf die Farbe färbst? Ja, weißt du schon. Ah, oh Gott, die alles vor uns hinter mir. Oh Gott, ich bin wieder drunter. Okay, was du wieder? Komm, du Pär. Wow, ey, Alter, guck dir mal die Map an. Er läuft, ne? Nein! Diese scheiß Bombe! Ah, Alter. Wow. Ich hab sie langweisen muss. Aus dem Nichts die Bombe zum Ego auf. Und ich habe natürlich auch gerade meine Spezialwaffe ausgepackt und konnte nichts machen. Ja.
habe ich ewig nicht mehr eingesetzt, weil die einfach dumm ist. Na, welche hast du nochmal? Ja, zu zeigen, wo die Leute alle sind. Ach so. Naja, ist schon nicht unpraktisch. Oh, ja. Ich weiß nicht, zumal, weil es dann so geht das nicht weiter. So. Ja, Olli, so geht's wirklich nicht. So, was? Vasco hat mich jetzt irgendwie echt am Glück dann auch wieder. Das läuft, ja. Ich war auch wieder tot, aber. Ist okay. Ey, ich hab viel zu wenig Tinte im Tank. Aber da gibt's ja auch Effekte, wo deine Kapazität auch nicht bleibt. Ah, Linda ist tot. Das freut dich, ich bin in deinem Team. Ach stimmt. Nein, wer hat sie getötet? Wer hat sie getötet? Wer uns aber gegenseitig. Wow, in der Luft mit der Bazooka von Olli. In der Luft. Ist das ein fucking Ernst? Hast du eigentlich schon gesagt, dass das in der Luft war? In der verdammten Luft. Mit deiner Kluft in der Luft, ja. Die sagen, sah zwar cool aus, aber meine Güte. Ich wechsle jetzt nochmal zur Rolle. Ich bin dann gleich wieder da. Warum pikst du mich? Weil du eben gesagt hast, dass das Pikesen vom Olli gut war. Und Olli ist rausgeflogen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja, auf jeden Fall wird das Ding gerade am Ende. Ihr habt Linda getötet, ihr Schweine! Ihr Schweine! Für den Satz habe ich früher, also noch. Ich weiß nicht, ob noch das Zeitalter der Polyphon-Klingeltöne war, aber als man sich dann endlich so eine richtig geile Klingeltöne runterladen konnte, da habe ich dafür echt Geld ausgegeben. Für diesen Satz von South Park. Hast du gerade gesagt, der Polygonen-Klingeltöne? Polyphon. Ah, okay. Ich war ein bisschen verwirrt. Verdammt, jetzt konnte ich ja doch keins reindrücken, weil es falsch gemacht hat. Verdammt! Okay, du fluchst sehr viel. Was? Was? Das hab ich vorher angekündigt. Nimm die scheiß Rolle, geht doch. Ach, der meinte mich die ganze Zeit, der Dom-Dom, oder was? Du bist doch der Einzige, der die Rolle nicht hat. Hallo, hallo, welche Waffe darf es heute sein? Die verdammte Rolle. Ich bin noch cooler geworden sogar. Ich dachte, die Rolle hattest du schon gekauft. Habe ich ja auch schon gekauft. Es gibt aber eine neue Rolle zu kaufen. Ach so. Ja, die Medusa, das ist die mit dem Tinten, mit dem riesen Tintenfisch, Kalmar. Mhm. Und ich habe schon wieder vergessen, was das andere ist. Ja, Tintentitan, genau. Für mich ist es ein Kalmar. Eine Medusa... Da. Okay. Ja, Medusa-Rolle. Kaufen. Anlegen. Vielen Dank. Oh. Fridge Crime spielt nur noch eine Runde mit und du bist nicht dabei. Ja, aber super. 170 Sekunden hast du noch, um nachzujoinen. Ja, bis dahin ist schon einer drin, also die Zeit habe ich halt nicht. Ne, zwei fehlen noch. Okay. Noch kannst du es schaffen, wenn du dich beeilst. Jetzt nur noch ein Platz. Und versaut. Super, danke. Dann gehe ich wieder zurück. Dann habe ich auch noch kurz Zeit, mich was einzukleiden. Und kleide dich mal neu ein. Ja, eigentlich müssen noch irgendwann mal meine goldenen Sneakers, die ich selbst gefunden habe, haben, oder? Na, die kriegst du erst morgen. Ah, okay. Oh. Muss halt im. Also selbst wenn du jetzt drei was bestellt hättest, könntest du trotzdem nur jeden Tag ein was abholen. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, sie so schön runtergerutscht bin. Olli, das war mein Platz! Nein! Wie ich einfach nicht hochkomme. Das ist ein sehr cooles Graffiti. Oho, Björn Venue.
Wer ist denn schon wieder hier hinten? Das ist doch nicht wahr. Wow. Jon Snow, dein verdammter Ernst. Wow. Auch schon wieder die halbe Map eingenommen und sind jetzt bei uns. Ja? Okay. Olli, ich krieg dich. Ach nee, Quatsch, du bist ja bei mir. Verdammt. Ach, ihr seid erst tot, okay. Jetzt stirb doch! Nein! Okay, nimm ich. Ich sage, es ist doch schon ein bisschen komisch, das komplett ohne Sound zu hören. Komplett ohne Sound zu spielen, ohne Sound zu hören, ist ja auch wieder sehr. Typisch. Ach, weil du jetzt ohne Sound spielst, meinst du? Ist doof? Nee, ist einfach nur. Nein! Stirb! Stirb! Oh. Stirb! Einfach nur Stirb! Ungewohnt. Oh, wie ich die gerade alle abräume. Wow. Nisa, das ist auf jeden Fall. Ist okay. Ah, oh, total ungewohnt. Das glaube ich. Du hörst es jetzt. Wenn man redet, ist es auch nicht schlimm. Aber dann wirklich mal so für ein paar Sekunden totale Stille sind so, was machst du ja gerade eigentlich? Es ist so ruhig. So, jetzt haben wir was platt ordentlich gewendet. Und schon werde ich gekillt. Von Basco, von wem sonst? Ist die Penguin Cat noch da? Nee, ne? Ich habe zumindest nicht gelesen, dass sie gegangen ist. Sie hat schöne Ohrringe bekommen hier. Pinguin-Ohrringe. Die sehen lustig aus. Boah. Ah. Ruhig Blut. Nö, es geht noch. Ja, genau. Ja, aber ohne ich könnte mal gerade auf mein WhatsApp Spaß gucken. Zu ragen. Ja, Basco. Erledigt. Hätte ich früher gucken können. Also, was gucken? Ach, WhatsApp oder was? Ja, genau. Hat geschrieben, ich kann langsam mal überlegen wegen Essen. Tja, vor einer halben Stunde. Ich müsste endlich mal mein Handy abziehen. Und das mache ich jetzt auch mal. Ganz kurz. Ihr werdet jetzt komische Geräusche hören. Was bin das nächste Mal auch ein paar Runden dabei, wenn ihr streamt? Wann gibt's denn nochmal einen? Ja, boah. Weiß ich nicht. Twitch Crime, weiß ich nicht. Mein Gott, ich muss ja drücken. Ich bin wieder bei euch, ihr Armen. So, wieder da. Der Xardos lang AFK. Naja, wer weiß. Ach, es ist ja schon nach 18 Uhr. Deswegen. Jo. Ah, Basco und Ubernier, das ist schon mal gut. War länger gespielt, als ich gedacht habe. Ich hab auch mal gestaunt, dass es wieder so spät ist. Ach, ich wollte noch gucken. Ah. Ich wollte dann gucken, ob die Bewegungssteuerung jetzt wirklich aus ist. Bist du doch eigentlich, oder? Wahrscheinlich, ne? Das Einzige, was ich blöd finde bei der Rolle, ist, wenn du wirklich irgendwo hoch willst. Das kannst du einfacher, wenn du so einen Klecks und sowas hast. Ne? Das anfährt. Aber es geht schon. Es geht schon. Was mir halt manchmal passiert, ich spring dann hoch und rutsche aber wieder runter, weil ich zu doof war, es irgendwie genau zu ziehen. Das ist dann ein bisschen unnötig. Das stimmt. Ja, ist ja leider so. Voll viel und ist wieder voll viel nicht eingefärbt. Welche Farbe hast du? Ich bin bei dir. Yay! Das ist schön. Ihr hättet lieber mal schön färben wollen. Oh! Olli! Ich hätte mich fast gekriegt. Wer war das, ey? Wer
Ah, nee. Nee, 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 nee. Das ist doch nicht wahr. Klecks, klecks, klecks. Oh, nein. Aber der Vasco ist klug. Also der ist, manchmal ist ja so, wenn du dann einkleckst. Mhm. Ha, Olli! Dann laufen die neben dir her oder sonst was. Und der Vasco ist dann aber einfach weitergezogen. Also. Das ist ja auch richtig so. Ich finde es dann immer total bescheuert, wenn du halt deinen Weg einfährst und einer dir hinterherläuft und genau das einfährt, was du schon längst eingefärbt hast. Da frage ich halt immer, liegt das jetzt an der Verbindung oder machst du das gerade aus dem Kopf? Keine Ahnung, ich habe drei Typen gekillt, Mann. Auch den Olli. Nein! Nein! Töte mich nicht! Töte mich nicht! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell färben, färben, färben. Kein Erfahrung. Nein. Na, ein paar Meter noch geschafft. Ah, verdammter Hacker. Tschüss, Dom-Dom. Ciao, Dom-Dom. Schön, dass du vorbeigeguckt hast. Fridgecram geht auch grillen. Wollt ihr mich alle verarschen? Lass es dir schmecken. Viel Spaß. Echt mal Griller, Mann. Ich hab dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal gegrillt, ne? Noch nicht einmal. Ich auch nicht. Lädst du mich ein? Ich wollte eher fragen, ob du mich einlädst. Was? Ich wollte eher fragen, ob du mich einlädst. Ja, ich war aber schneller. Ha 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 ha. Ja. Ich muss ja nicht ja sagen. Nicht? Das ist deine Entscheidung. Oder einfach, Olli muss für mich grillen als Entschuldigung, dass er heute fies. Das ist doch meine Ansage. Der Pöbel grillt auch nicht. Erst ja, morgen. Ja. Aber morgen. Ja. Aber dann müssen wir auch wieder schön den Trick mitnehmen, Andi. Und nicht so doof sind wie die anderen. Wieso passe ich eigentlich nie auf, wer in meinem Team ist? Ich habe gerade auch schon wieder nicht geguckt. Vasco, Crazy O und einen japanischen Namen, den ich nicht lesen kann. Ein japanischer Name für dich. Na, ich kann kein Japanisch. Du bist gestorben! Ich dachte, es war Vasco, weil der genau hinter dir war. Ja, aber den habe ich auch mitgenommen in meinem Tod. Wow! Leute, warum fährt ihr hier nicht ein? Was ist denn hier los? Gedettet. Vasco. Oh, dieser scheiß Tornado. Oh ja. Wow. Der Tornado vor mir. Rosa Farbe hinter mir. Ja, Vasco. Bist du wohl gestorben, ne? Würde ich mal behaupten. Hab dich. Oh, ja, aber ich dich auch. Ja, das stimmt. Das wollte ich aber nicht erwähnen. Ja, das musst du aber. Wieso, das haben die doch gesehen? Außerdem ist die andere Info viel schöner. Und Olli, schon wieder Olli. Nein. Was war das denn? Was? Du hast doch so komisch gelacht, als wolltest du irgendwas sagen, hast du aber doch anders überlegt. Batch, batch. Total. Hallo. Oh, Leute. Ach, so ganz plötzlich macht das Spiel Spaß. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht wieso. Total schön gerade eben.
alles hin. Das ist doch nicht wahr. Da hat der Waskebisch doch nochmal bekommen. Alle pink, blau. Ja, pink, mach's pink. Pink. Super Idee. Grillparty bei Meta, yay. Oh. Was? Ja, finde ich super Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Erst bin nämlich besiegt. Ach, wir haben verloren. Ja, schon abgelaufen. Aber das haben wir heute schon so oft gemacht. Ach, komm schon. In den letzten 4 Stunden oder 3,5, ich weiß es nicht so genau. Neuer Effekt! Wibbelschwabbel, was ist das? Ah ja, okay. Wibbelschwabbel, hab ich auch nicht gehört. Ich auch nicht. Oh, joint mich alle mal, ich will was trinken. Ja, ich trinke auch was, trink, trink. Und wie gefällt das Spiel heute? Mir gefällt das Spiel immer. Hm? Mir gefällt das Spiel eigentlich immer. Selbst immer. In den Situationen. Wenn Olli mit dabei ist. Selbst da gefällt es mir ein kleines bisschen, aber auch nur ein kleines bisschen. Also wenn es in dem Spiel Sterne geben würde oder Wunder 8, dann hätte Olli hier Sterne und Wunder 8. Ich glaube, die bräuchte er nicht einmal. Ach, siehst du, du hast weniger Punkte als Jon Snow. Also aber wir waren ja im Team. Wir waren ja im Team. Ja, ist doch egal. Jetzt ist vorbei. Also wenn es schon so kommt, dann ist das jetzt gestrichen, dann lassen wir das. Das geht so nicht. Alles klar. Was macht ihr für einen Krach da draus? Bei dir? Ja. Wie fandest du die neue Podcast-Folge? Ich hab die noch... Wann soll ich die denn gehört haben? Ich hab heute früh erstmal Rumble-Tag gehört. Was? Du musst Prioritäten setzen. Hast du na, ja. Wo ich... Naja, Rumble-Tag kam ja früher. Das als stimmt. Eure. Das stimmt. Eure kam ja, als ich unterwegs war. Und da konnte ich die ja nicht runterladen. Ja. Ja, online war die schon seit gestern Abend. Wurde mir aber nicht angezeigt. Also nö, ich hab das. Da war die noch als privat. Wir haben, wir haben das noch einen Tag verschoben, weil gestern Radio Nukular rauskam und dann haben wir noch einen Tag später. Okay. Aber die war schon also fertig, ja. Der Radio Nukular habe ich ja gestern Abend angefangen. Eigentlich schon, dann kam heute aber so unerwartet Rumble Pack. Also okay, da hörst du erstmal schnell Rumble Pack an, weil ich ja wissen wollte, was mit dem Gewinnspiel ist. Ja, ich wollte wieder auch angehört haben, aber auf der CD war kein Platz mehr für die Folge. Ah, die ist echt lustig. Das glaube ich. Ich spiele das sehr viel. Ja, obwohl jetzt mehr als weniger bestimmt auch nicht rumgeraged, gerade vom Max. Julian hat wieder wundervoll sich totgelacht gegen Ende. Ich finde, also gerade bei ihm finde ich, er hat so eine ansteckende Lache. Das ist herrlich. Findest du? Mhm. Muss er irgendwie. War gerade so gegen Ende. Oh. Ich wollte eigentlich von hinten, dass ich nicht sterbe, aber das hat nicht funktioniert. Oh, nee. Du warst so schön ruhig am Erzählen und am Einfärben, da dachte ich, komm. Ja, ich hab schon gemerkt. Du hast eiskalt wieder ausgenutzt. Ich hab dich extra noch ein paar Fragen gestellt. Nee, so bin ich. Also gerade so am Ende, für sowas Lustiges, ich saß halt gerade in der Bahn und hab mich so tot gelacht. Übrigens, tschüss, Meta. Ja, du warst das. Und das war einfach... Das ist schon eine schöne Frage. So, bla 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 bla. Übrigens, tschüss, Meta. Naja. Ganz trocken. Warum machst du das eigentlich in eure Richtung? Bringt das was? Ich bin gerade schon wieder verwirrt. Naja, bist ja so richtig. Oh Gott. Wurde gerade wieder um meinen Evolutierungssinn gebracht.
Was, du kannst ruhig mal öfter mitzocken. Ah, mein Tante geht gleich schon wieder auf. Ah, bleib an. Ach, geht ja wohl noch 13 Sekunden. Ist okay. Alter. Hallo. Nein, nein. Oh, weil meine Zinse wieder weg war. Ich bin so dumm. Ja, ja. Siehst du, Kratz fällt mir auch mal nach. Jetzt plötzlich meldet er sich wieder im Chat. Er ist so richtig so. Wir haben ganz locker gewonnen. Oh nein. Das ist, weil ich dich getötet habe. Das ist dieser Prozent. Das ist so knapp. Oh nein. Wie, Jon Snow? Du hast weniger Punkte als ich. Oh, das war doch von vorgestern. Ja, ja. Von vorgestern? Hast du das gerade gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Du wirst von Olli träumen, habe ich gelesen. Das denkt er, aber... Hätte er wohl gerne. Naja. Wenn, dann träume ich nur von... Von mir. Währenddessen... Achso. Ne. Dann träume ich von Olli, wie ich ihn die ganze Zeit ohne Erbarmen mit meinen Rollern niederwälze. Und das wieder und wieder. Vielleicht mag er das ja. Das wird der Traum sein. Der Olli ist ganz Tolli. Ha, 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 ha. Ja, was sind ja also, weil Vasco gerade meinte, dass wir alle irgendwie dieselben Podcasts hören. Es sind ja auch coole Podcasts, muss man dazu sagen. Also, ich habe vorher eigentlich nie Podcasts gehört. Ich habe dann erst geschaut, wie Polar angefangen. Und mittlerweile finde ich das echt sehr, sehr cool. Also, ja. Wie du dazu gekommen bist. Das war auch erst so was Neues, war sozusagen, das ist schon länger. Nein! Wie ich zu Podcast gekommen bist, meinst du? Eigentlich doch Radio Nukular. Ich habe nie was von Podcasts gehalten. Mhm. Und die kamen halt und ich habe mir es nicht angehört, weil ich es nicht wollte eigentlich. Und haben aber alle immer davon geredet. Okay. Und damit ich mitreden konnte, habe ich halt damit angefangen. So hat es eigentlich so, wenn ich nicht lüge, hat es so gestartet, ja. Mhm. Nee, ich fand es halt ganz cool. Also mit Dominik und Chris, die kannte ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe es mir eigentlich groß angehört, weil halt Max mit dabei war. Und ich halt seine Musik ganz cool finde. Okay, den Chris kannst du doch, oder? Nee, gar nicht. Du warst doch immer bei Gamesfeld, oder nicht? Ja, oh. Aber doch nicht zur Radio Nukular-Zeiten. Wann bist du denn gekommen? Erste. Das ist noch nicht lange her, also, Gott, wann war das? Tschüss, Olli. Weißt du noch, wo ich mit euch bei Gamesfeld Mario Kart gespielt habe und danach hattet ihr am Wochenende euren Cup, also von Dion Genesis. Ja. Das muss so in der Zeit, also ungefähr so eine Woche vorher. Du bist aber schon durch Gamesfeld zu mir gekommen, oder? Mhm. Quasi durch das Mario Kart Turnier, um ehrlich zu sein, ne? Ja. Ja. Weil es halt bei Gamesfeld so viel Spaß gemacht hat, dachte ich so, okay. Und weil wir alle gut waren, ne? Aber auch mit. Es war halt einfach cool, weil halt die Leute toll waren und er hat Chris und Robin sowieso. Also die sind ja auch mega sympathisch mittlerweile. Ja. Und ja, warum nicht? Ich meine, der Mario Kart ist eh immer toll. Ja. Und so wie du. Naja, man sieht ja, es sieht immer das. Naja. Na, eigentlich hat mich eine Freundin gegeben, weil sie das immer geschaut hat. Und ja, guck dir das endlich mal an, das ist total toll. Und ich habe das erst nicht gemacht und irgendwann habe ich gesagt, okay, guck ich halt mal mit. Und ja, so war das. Okay. Das ist gut. Ja, alles noch sehr, sehr frisch sozusagen. Und wir haben, oh Gott. Haben wir gewonnen? Ihr habt was? Ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich aber schon gewonnen. Doch. Mick ist da. Nein! Nein, ihr habt verloren, ihr Versager. Nein. Jon Snow, wir haben sie alle fertig gemacht. Ich bin letzter, aber wir haben gewonnen. Der Mick ist da. Ja, wunderschönen guten Morgen. Mhm. Hoffe, Sie haben gut geschlafen.
Ist ja auch noch nicht so spät. Ja, genau. Ja, dann kann ich ja jetzt anfangen mit, nee. Ich glaube, ich spiele jetzt bis zum Mittagessen. Also, Abendessen. Und dann esse ich das Abendessen. Und ich denke, dann mache ich hier Walking Dead mal zu Ende. Ich bin ja kurz vorm Ende. Ich bin ja kurz vorm Ende von Episode 4. Es ist fast 19 Uhr. Jupp. Was ist denn heute bei Games World überhaupt dran? Ich weiß das gar nichts. Gar nicht. Nichts. Ach, natürlich. Oh. Dummbeutel. Ja. Hätte es nicht besser ausdrücken also können. Ja, es ist leider wirklich so. Der Feiertag habe ich wieder total vergessen. Nee, also. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir dann doch noch was Warmes zu essen mache. Ich echt Hunger. Ja, mach das. Warm ist gut, warm ist lecker, warm ist toll. Es sei denn, man hat schöne kalte Salate, die sind hervorragend. Ja, das bin ich halt auch immer so am Überlegen. Ich glaube, ich habe mal meine Salatzutaten. Ja. Ich bin jetzt schon so seit gestern am Überlegen, so, oh, machst du endlich mal den Salat? Ich will immer so. Faul. Ja, genau. Ich würde aber auch gerne Nudelsalat machen. Aber. Oh ja. Da musst du erstmal Nudeln kochen. und dann machst du die Soße dran und dann musst du den erstmal stehen lassen, damit das was einzieht. Ja, das ist ja. Ey, wir haben uns gegenseitig gekillt. Ach, sie sagen, das haben wir untergangen. Wenn du zum Beispiel Eiernudeln nimmst, die brauchen jetzt ja nicht so lange beim Kochen. Eier? Nee, Eier hab ich nicht drin. Aber würde ich. Nee, normale Eiernudeln. Die halten. Ach. So. Ach so, okay. Ja, ich hab die kleinen Hörnchennudeln da. Ich hole ich immer. Okay. Ja, die brauchen auch nicht länger. Das weiß ich, 40 Stunden oder sowas, keine Ahnung. Die Eiernudeln hast du in 60 Minuten fertig. Und die schmeckt auch irgendwie, ich weiß auch nicht, schmeckt irgendwie besser. Ich bin momentan total auf den Eiernudeln drin. Ja. Also ich finde Hörnchen schon super, so kleine Hörnchennudeln für, Ich will auch... Ach nee, die sind einfach generell, ich weiß nicht, mit wieder... Mann, Lindor! Vier auf einmal gekillt! Ja, bei mir bist du gestoppt. Ja, das ist mir egal, ich hab vier... Das ist dir nicht egal. Die ganze Truppe hab ich gekillt, verdammt nochmal, die komplette Truppe. Leute, lasst es doch nicht von der so rumführen. Also rumführen vor allen Dingen. Natürlich. Machen das schon ganz richtig, da in Jungs. Werdet nur schwach, weil die so nett ist. Ich hab den Olli gekillt mit Freude, Friede und Eierkuchen. Und ich bin gerade mit Freude über seine Leiche. Ich hatte keine Tinte mehr am Roller. Jetzt hab ich aber auch Tinte verstanden. Du hast Tinte verstanden. Du willst das verstehen. Du magst Tittenroller, so sieht's nämlich aus. Ja, dann musst du kratzen, das hilft nicht. Ey! Ach du! Ah, unterdrück die Beleidigung, Meta, unterdrück die Beleidigung. Wundervoll. Und trotzdem verloren. Ha, ihr seid so schlecht. Nee, Spaß. Ja. Ja, doch, seid ihr. Wo bin ich denn wieder? Drittletzter. Hallo? Eine KD von 10 zu 2. Was? Boah. Da hab ich, seitdem ich das heute spiele, nicht einmal drauf geguckt. Eine KD. Das kommt noch. Künstliche Dummheit, oder was heißt das? Den hast du dir doch bestimmt schon vor Tagen ausgedacht und hast gehofft, wenn mir irgendjemand dafür dann endlich mal die Vorlage bietet, hau ich den raus. Nein, bei mir kommt tatsächlich alles spontan. Okay. Das ist schön. Ich glaube nicht, dass du das schön findest. Dass wir als Team... Dass wir als Team hat gewonnen, ja. Okay, Pöbel, ich stimme dir einfach mal zu. Jetzt habe ich Olli bei mir. Jetzt kann er mich wenigstens nicht killen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ja, dann hat er bestimmt wieder aus Versehen einen Verbindungsverlust. Ja, nee, das glaube ich nicht.
Jetzt zack. Nein, Olli darf nicht wieder rausfliegen. Oh. Dann müssen mich ja doch die unterstützen. Uns alle. Geh weg! Nein! Okay. Ey, der Tornado. Der ist böse, oder? Ja, der ist voll rund. Soll vorkommen. Ja. Durchaus. Nein! Na? Da hat man das hinten doch so gerade gereicht. Ich hatte mich direkt leer danach, nach deinem fulminanten Tod. Ich schieb es jetzt einfach auf den Hunger. Ja, genau. Also, ey, wie steht alle hier mal? Ich kann nicht mehr klar denken. Oh, da war das. Dieser Sniper. Oh, hab ich sie hasse. Ey, ihr habt doch voll die Sniper-Truppe. Ihr habt auch welche. Jon Snow erledigt. Und die Truppe erledigt. Oh. Der hat mich schon wieder so weggeohren. Das ist Wahnsinn. Ey, ich könnte mich mal verwandeln in einen Tintifischi. Ich mache das nie. Ich hab gerade gesehen, bei meinem Tintentank hat oben gerade ein Ländlein geleuchtet, ein rotes. Was? Das. Ja, das war gerade wieder weg. Das hat irgendwas mit meinem Team zu tun, aber ich verstehe das gerade nicht. Mann, ey! Nein! Na! Ja, ja, spontan. Ja, was denkst du, Olli? Als ob ich mich hier abends hinsetze und erstmal ein paar Sprüche überlege, damit ich die irgendwann zufällig mal raushauen kann, oder wie? Also, das tauscht du mein Lieber. Was? Na, ja, ich auch. Aber mach ich nicht. Boah, schon wieder. Jon Snow ist tot und killt mich dann plötzlich trotzdem ab. Ja, Jon Snow ist halt eine coole Socke. Ja, aber diese Lags kotzen mich so dermaßen an und das auch gerade eben. Schon wieder was so. Verdammt. Haha. Dann nehme ich dich ja, mit. Beide. Ich konnte eh nichts mehr machen. Aber besser so. Das stimmt. Jump. Mann, ey, ihr verdammten Blaufärber. Ihr habt eh verloren. Okay, ihr habt aber noch gerade viel eingefärbt, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr knapp. Nein! Yes! Oh. Ich glaube, Olli hasst Sniper. Ich weiß zwar nicht, wieso. Wie ich darauf komme. Ich glaube auch. Boah, das war echt schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Findest du? Ja. Ey, Hauptsache der Mix sagt, ich cheate. Wieso? Tja, ich weiß auch nicht. Ich biete. Ich bin ein toller Hecht. Steht da. Ich bin gerade voll schlecht. Ich bin nur eine flotte Spotter. Vorhin war ich ein Hammer. Hört auf, ständig zu sagen, Jon Snow sei tot. Ich kann nicht weiterlesen. Jon Snow lebt. Er lebt. Wie du das nochmal. Du sagst das dann immer ganz. Ich könnte mal meinen, du meinst das tatsächlich so. Ja, meine ich auch gerade. Sorry, Olli, dass ich dir gerade so in den Weg gerannt bin. Aber das Spiel ist halt ein Battlespiel. Ey, welcher Transenkopf hat denn hier die scheiß Wirbelsturm gemacht? Transenkopf? Ja, Mann! Bei dir! Wow! Das kommt von One Piece. Mein Mr. Oh Gott, wie hieß der? Na? Mr. Nein. Ja, was der auch. Ja, da liegst du noch nicht mal falsch. Aber den meinte ich gar nicht. Ich habe jetzt so lange mal nicht mehr geschaut und ich habe auch irgendwann aufgehört. Hallo.
Ey, One Piece ist super du. Ey, One Piece ist geil. Okay, kennst du nicht? Das ist so lang gezogen. Ey, das ist ja auch ein Das ist ja auch ein Shonen-Anime, die sind ja immer alle lang gezogen. Ja, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja, aber Naruto ist ja auch so lang gezogen. Naruto ist bei mir überhaupt Naruto fand ich nie toll. Auch niemals toll finden. Es war überhaupt nicht für mich. Dann wirklich lieber One Piece. Komm schon! Und die gefühlte tausendste Wiederholung auf RTL 2. Ja, okay. Aber trotzdem ist One Piece ziemlich cool. Aber ich kann nicht verstehen, wenn einer sagt, die ist zu lang und lang gezogen. Das ist ja auch so. Das ist einer hinter mir. Du hast keine Farbe mehr. Komm her. Ich finde, das ist wie mit Serien. Wenn die so lange sind, das ist irgendwann einfach nicht mehr schön. Das stimmt. Deswegen lobe ich mir Game of Thrones, die machen noch keine Gefangene mit ihren Charakteren. Hab ich also auch noch nie. Ist das dein Ernst? Wieso? Ja. Wieso machst du das? Weil ich es kann. Ja, toll. Naja. Ne, das kannst du sehr gut. Hallo. Ist das nicht dein Ernst? Du willst also nur, dass wir beide immer 2 Sekunden im Spiel bleiben. Verstehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben eh verloren. Ich will hier noch irgendwas Orangefarbenes zum Einfärben. Aber das ist echt nicht viel. Und? Sieht's aus. Ja, verloren. Obwohl? Was? Ihr verdammten Cheater. Ja, auf einmal. Vorhin ist er auf, was? Ich cheate doch gar nicht. Und kaum verlierst du mal die Antwort cheaten. Sowas von. Ich rede gar nicht wie ein Roboter. Ja, genau. Das Jon Snow allein tot, der Gedanke würde mich komplett fertig machen. Ey, wenn der in der Serie sterben würde. Pff. Und Piece Naruto ja, nicht mögen. Ketzer, verbrennt sie. Man kann doch nicht alles mehr, aber ohne. Ich hab's mit Naruto echt oft probiert. Also, gerade noch in meiner. Ich sag so, also in meiner Jugend, wo das halt wirklich noch mit der RTL 2 lief und so weiter. Ich hab's echt probiert, Naruto. Ich hab's mir wirklich ein paar Mal angeschaut. Aber ich hab's einfach, wie man so schön sagt, nicht abgeholt. Ich weiß auch nicht. Ich hol dich vielleicht ab und dann gehen wir Naruto gucken. Nein! Was ich halt auch. Oh. Erzähl ruhig mehr. Mann. Wenn auf der Leipzig-Hochmesse, du hast dann überall nur noch Naruto-Cosplayer gesehen. Nur noch diese schwarz-roten Umhänge. Nichts anderes mehr. Das hat mich halt auch immer wahnsinnig aufgeregt. Ja, die Verkleidung ist halt einfach, ne? Wahrscheinlich. Ja. Aber ja, eben. Auf dem Japan-Tag waren auch viele, hast du recht. Aber weißt du, was mir auf dem Japan-Tag entgegenkam? Ein Typ mit einem Schneckengehäuse. Hat er den auf Gary gemacht? Oh, ich hab doch. Das war das Erste, was mir einfällt. Nee. Weißt du, was er gesagt hat, als er mir vorbeikam? Nee. Bille, bille, bille. Okay, dann ist es ja gut. Das war sehr lustig. Ich musste lachen. Er hat zwar. Bisschen falsch gesagt, aber es war sehr lustig. Naja, so falsch klang es eigentlich nicht. Ja, das hab ich ja jetzt richtig gemacht. Ach so, okay. Aber. Das ist schon. Und solche Ideen finde ich dann echt super. Es ist viel besser, als wenn man sich einfach nur halt. Oder. Ich meine, allgemein beim Cosplay. Wenn man sich da wirklich Mühe fühlt, jetzt finde ich das. Absolut super und ich schaue mir das auch wirklich sehr, sehr gern an. Aber wenn dann Leute sich einfach nur einen Umhang bestellen und dann kann ich klar, wenn die Kostüme an sich nicht mehr hergeben, also die Vorlagen, kann ich es wahrscheinlich, aber manche geben sich beim Cosplay halt auch einfach mal null Mühe. Und da frage ich mich dann immer, wenn es ihr mir richtig macht, warum macht das dann überhaupt? Das finde ich schon immer ein bisschen schade. Ja, das ja, stimmt. Da muss schon gut gemacht sein. Ja, dass es oftmals nicht perfekt ist, okay. Ich meine, das ist ja auch immer mit einer Geldsache. Vor allem, wenn man das dann
alles selber, wofür ich halt auch riesen Respekt habe. Solche Stoffe kosten ja auch nicht gerade wenig. Aber wenn dann manches wirklich einfach so wie hingeklatscht aussieht, das finde ich halt immer sehr, sehr schade. Ja. Also es gibt halt echt viele, die sind sehr, sehr liebevoll gemacht. Also, denen kann man echt Respekt zollen. Ich bin die Niederländer und ich bin sauer. Er hat mich gerade verfolgt. Und naja, er dachte, das natürlich zu seinen Wunden auf, aber es war doch nicht so. Was macht denn dieses Baseballgeschütz oder was das ist? Baseballgeschütz? Keine Ahnung, was das sein soll. Was? Wer war das? Der Doodle schon wieder. Mr. Doodlepool. Baseballgeschütz. Ja, das Ding, was ich habe. Jawohl. Ich hab das gerade nicht. Ich will mal gerade so dumm. Und gewonnen! Yay! Ach, stimmt, du warst ja bei uns. Ja, ja, genau. Ach, du bist ja bei mir. Ich hab auch gerade so gedacht, so. Yes, ich hab gewonnen. Wie einfach mal die ersten drei über 1000 sind. Oh, der Otis ist zurück. Voll gefressen. War's gut? Was gab's denn? Wahrscheinlich ziemlich geil. Bestimmt Kotlet. Auch Grillzeug. Bestimmt auch wieder irgendwas gegrillt. Ja, Mick, wenn dir einer was von Game of Thrones spoilert, der kriegst du von mir auch links und rechts um die Ohren. Aber beim Pöbel kannst du vertrauen. Der Pöbel spoilert nicht. Der. Und ich kann nicht spoilern, weil ich kenn's nicht. Genau. Also Pöbel achtet da eigentlich immer ziemlich gut drauf. Ist ja auch richtig so. Ja. Ja, es gibt da andere. Ja, aber so eine Menschen, mit denen will ich halt auch nichts zu tun haben. Nee, Quatsch. Ich finde es dann halt immer so doof. Also ich kenne da auch welche, die denken da gar nicht daran, dass das für dich blöd sein kann, wenn du irgendwas gesagt bekommst von einer Sache, die du selber mal verfolgen willst. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute Freundin und die liebe ich auch wirklich über alles. Aber es ist auch manchmal so bei Serien, wenn sich da schon irgendwas anguckt, dann so, ja, hast du gewusst, dass das und das passiert? Ich so, warum hast du mir das gerade gesagt? Ey, das wollte ich gar nicht wissen. Das ist das Schlimmste überhaupt, was man machen kann, zu fragen, hast du das und das schon gesehen? Ja. Ich meine, sie meint ja nicht böse und mittlerweile weiß sie ja auch, dass ich da das nicht wissen will, sondern selber erfahren möchte. Aber halt so die ersten zwei Male hat sie es halt wirklich einfach nur nett gemeint, weil es da so toll fand oder so. Überraschend, dass sie unbedingt darüber reden wollte. Ich war so, naja, ich hab's noch nicht gesehen. Aber ja. Es gibt ja auch Leute, die machen das mit voller Absicht. Ja, das finde ich richtig. Richtig assi. Also, das geht gar nicht. Ich kann dich jetzt aber auch mal spoilern. Also, pass auf. So. Jetzt kommt bestimmt diesen Kampf, da bin ich nicht gewinnen. Wir sind in einem Team. Geht das jetzt schon mal wieder? Okay, um was geht's? Ja, nee, ist das schon vorbei jetzt. Okay. Du hast es ja schon gesagt. Also im Prinzip. Also, dass wir gewinnen werden. Ja, genau. Oh, versaut. Ja, das ist halt. Weißt du, du willst den Leuten was erzählen? Also, warte, warte, du sagst bestimmt das. Ja, okay, danke. Ja, aber das war aber auch. Olli erledigt! Yeah! Ich muss mir auf die Schulter klopfen und mich loben. Ach, Olli ist ja auch nicht bei uns. Yeah. Nein. Also sehr gut, dass du ihn erledigt hast. Jetzt ist gerade Jon Snow und wieder irgendein japanischen Mitspieler. Jetzt wurde ich fast von diesem komischen Wasser geleitet. Bam! Ob man das stirbt? Ich hab diesen komischen japanischen Mitspieler, wie du sagst. Hier, das meine ich. Achso. Dieses Baseballgeschütz hier, was ist das? Oder? Ach so, nein, das ist eine Sprungvorrichtung, also. Ach, ich verstehe. Da kann dann deine Mitspieler dorthin springen. Ja, könnte ich auch so, wenn ich da bin. Ja, aber falls du zum Beispiel gerade stirbst, hast du aber vorher das Ding abplatziert. Dann können sie ja dorthin springen. Und wenn du das nicht getan hättest, hätten sie ja nicht dir joinen können. Ah, verstehe. Das macht sogar Sinn. Das
Der macht ja schon wieder natürlich. Der Olli macht ja schon wieder. Mhm. Komm, Farbe. Blatt auf, Mann. Oh Gott, wir haben ja noch ziemlich viel verloren. Oh. Also bei Steak und Parmesan gehe ich mit, bei Rucola muss ich echt passen. Ich finde Rucola mega. Oh, wir haben trotzdem noch gewonnen. Sehr gut. Parmesan? Bar. Und ja, es gibt den gewesen, noch nicht immer vor uns geschaut haben. Ich werde mir das vielleicht mal anschauen, wenn alle Staffeln durch sind. Für den Fall, dass ich es auch so geil finde und das sofort alles schauen möchte. Und ich dann nicht warten muss. Game of Thrones muss er auf jeden Fall antun. Mm. Lecker Rib-Eye-Steak. Ach, das ist noch so viel. Rucola mit Parmesan. Oh, Rib-Eye-Steak's geil. Parmesan kannst du weglassen. Ja, viel Spaß mit Telefonieren. Grüße mal den an der anderen Leitung. Von einer sehr lieben, netten Dame und dem Ollenmeter. Sehr nett gesagt. Und waren wir gerade die Rollertruppen, okay? Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich kann auch rollen ohne eine Rolle. Das können wir doch alle irgendwie. Meinst du? Mhm. Auch der Olli? Mhm. Noch vollgefressen ist bestimmt. Stimmt, spätestens da kann das tatsächlich jeder. Mhm. Ey, ich bin ein Hammerhai. Ich bin gerade ein toller Hecht. Aber ich bin schlechter. Ich hab, stimmt. Du warst die letzten Matches in meinem Trupp. Ja. Ich sage jetzt dadurch, bloß wegen dir besser geworden bin. Nein. Mein Fernseher schaltet sich in 55 Sekunden aus. Okay. Ja, ich musste ja auch schon ein paar Mal. Ja? Das verhindern, ja. Ja, wenn ich 2 Stunden lang nichts irgendwie hier an der Fernbedienung mache, dann sagt der Fernseher gute Nacht. Ach so, ich glaube, bei mir ist es 4 ungefähr. Nee, ich kann das einstellen, aber bei 2 Stunden ist es schon ganz gut, falls ich abends mal einschlafen sollte und der Fernseher läuft noch, dass er dann die halbe Nacht läuft. Ja. Das ist dann schon ganz praktisch. Das stimmt. Aber, ja, guten Morgen. Ja, es ist ein schöner Morgen. So schön hell. Ja, es wurde wieder langsam hell, als ich gestern schlafen gegangen bin. Na, bei mir wird es langsam wieder... Also, die Sonne ist jetzt bei mir weg. Die ist jetzt gerade auf der anderen Hausseite. Ich kriege jetzt bloß die Reflexion von den von dem Klock gegenüber. Die Sonnenreflexion ab. Sonst wäre es bei mir recht dunkel. Kennst du das? Wenn du da sitzt und du wirst die ganze Zeit geblendet, dann ist das, weil einer deiner Nachbarn sein Fenster auf und zu macht. Und jedes Mal blendet er dich dabei. Hm. Das kann man bei uns aber wirklich sehr gut machen. Tankbauplan. Diesen habe ich nicht vergessen. So ein Tankbauplan gesagt. Tankaufladen. Ah. Welche Farbe machst du? Ich sehe es schon, Also nicht deine, ich habe auch gerade gesehen. Oh nein! Nein, geh weg! Fick! Ey! Ich hab gedrückt, du dummes Stück Pet! Ach, wer ist denn da oben? Oh, ist nicht aufpassen, jetzt habe ich eigentlich gesehen. Oh, jetzt habe ich eigentlich. Geh weg, Olli! Kleinen Finger noch oben. Was ist denn hier oben? Oh nein! Oh, wieso? Wieso? Jetzt ey! Stopp endlich! Tötet sie alle auf sie. Ich hab oben gekämpft, ey. Cool, ich bin auf dem Wagen drauf. Ist ja lustig. Hast du es auch schon mal gehabt? Nö, nicht eigentlich. Ach, ich kann nur. Oh! Ich dachte, einer ja, da habe ich dich von oben überrascht. Na wenigstens kann ich ein bisschen Abwechslung rein. Ja klar. Immer dasselbe, ist doch langweilig. Warum sind wir schon wieder alle da? Warum ist ja alles gelb? Oh Gott, ist der Scheiß. Gelb macht es alles gelb.
Ich wieder fast reingerannt wäre.